So, eigentlich habe ich von diesem Projekt erfahren, noch bevor es erfunden war. Ich habe nämlich für einen Text über die Geschichte der Industriebetriebe in meinem Quartier eine Foto gesucht, merkte, die ETH-Bibliothek hat da eine große Sammlung, habe das Stichwort eingegeben und schon gemerkt, genau ein Volltreffer. Und dann habe ich nachher gemerkt, aha, dieser Walter Mittelholzer hat eine ganze Reihe von Fotos hinterlassen, welche zurzeit noch ohne Titel bezeichnet sind. Dann kam ich auf die Idee, dem könnte man doch nachgehen, könnte versuchen, solche Legenden herauszufinden. Und das habe ich dann auch getan. Das ist ungefähr 2 Jahre her. Und später ist dann daraus das Projekt Crowdsourcing entstanden. Das Bild, das eine ganz bestimmte Bedeutung hat, habe ich jetzt da vor mir. Man sieht einen Flusslauf, einen gewundenen Flusslauf. Wälder drumherum, Wiesen drumherum. Und man fragt sich, wo könnte das sein? Irgendwo im schweizerischen Mittelland muss es sein, denn nur im schweizerischen Mittelland gibt es derart gewundene Flussläufe, die in ein Kalkgebirge eingeschnitten sind. Seinerzeit ging das los mit Mutmaßungen, an denen sich insgesamt 6 Leute beteiligt haben. Und dann lieferte ein Berner die Auskunft. Das ist die Glatt im Gebiet von Flawil und Gossau. Die windet sich auch so durch ein Kalkgebirge. Also wenn ich so ein Bild vor mir habe, dann weiß ich fürs erste Mal aus der Serie von Walter Mittelholzer, im Wesentlichen ist das Schweiz. Und was mir da am meisten hilft, das ist eine ältere Landeskarte, also sagen wir genauer die Siegfried-Karte, welche greifbar ist auf der Webseite der Landestopographie mit dem Merkmal Zeitreise. Und wenn man dann vermuten kann, wo sich ein bestimmtes Sujet befunden hat, kann man zu suchen beginnen, kann überlegen, Eisenbahnlinie, Flusslauf, Gebirge, wo könnte das am ehesten sein? Da hilft einem natürlich schon ein gewisses Verständnis für die Geografie des Landes. Eigentlich habe ich nicht eine bestimmte bevorzugte Zeit, um solche Bilder zu identifizieren, sondern wenn es mich dann mal überfällt, die Lust am Suchen, dann bleibe ich gleich für eine ganze Weile dabei. Aber ob das dann Tag ist oder ob das Nacht ist, das spielt nicht so eine große Rolle. Wenn ich mir überlege, welche Bilder jetzt gerade relevant sind oder welche gewissermaßen würdig sind für eine genauere Identifikation, dann hänge ich mich irgendwo ein, wo ich merke, das könnte nun eine Kette, eine Serie von Bildern sein, welche interessant ist. Und dann ist es jeweils gleich durch, aber nicht punktuell, sondern serienweise, wenn schon.